Da kriege ich direkt wieder so einen Hals. So einen Hals. Hier, Sextape von euren ganzen Müttern. Und dann sagen alle, wow, das muss ich mir anschauen. Meine Mutter in Action. Don't come, man. Ja. Too late. Ich glaube übrigens, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Die Mates sind recht nice. Ich nicht. Okay, Nexus. Die ist ja super geflogen, Nexus, ne? Hätte ich zwar gern gehabt, aber ich habe ja auch Geld. So ist es nicht. Hey, Kinders! Willkommen zum heutigen CSGO-Video. Ich weiß nicht, was für einen Tag wir heute schreiben. Also, heute weiß ich schon, heute ist Donnerstag. Denn ich nehme jetzt sehr, sehr viele Videos auf einmal auf für die nächsten 6 Tage. Easy Headshot, Alter! Erstmal ein paar Mal daneben geschossen. Ist aber auch mit Absicht gewesen, damit ihr erkennt, dass ich eigentlich gut bin. Ich habe heute jetzt Zeit, Videos aufzunehmen für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag. Ich muss also für einige Tage vorbereiten, aber es ist auch erst 9 Uhr jetzt am Donnerstag und ich habe morgen auch so gut wie den ganzen Tag Zeit. Ich muss zwischendurch nur schlafen. Ich habe heute keine Vorlesung. Morgen keine Vorlesung. Ja. By the way, in Apartments. Ich hoffe, dass es hier super läuft. Ich habe super Laune, Menes. Das kam vor allem in den letzten paar Wochen eher wenig oder selten vor, dass ich so gute Laune hatte. Das versucht man dann immer so ein bisschen zu kaschieren und ja. Aber es kostet Kraft, wenn man schlechte Laune kaschieren muss. Oh, nice. Wenn man schlechte Laune kaschieren muss. Alter, machen die gerade alle One-Taps? Das gehört Blub-Hatchern. Ich brauche die Kraft heute aber auch einfach um durchzuhalten und da bin ich froh, dass ich jetzt nichts kaschieren muss. Fuck. Ich habe ziemlich viele coole Projekte, die ich schon seit, also einige schon seit über einem halben Jahr machen will. Und das kann ich jetzt mal durchziehen und euch einfach diverse Dinge zeigen. Ich wollte auch eine neue Serie noch beginnen. Da muss ich gucken, ob ich das schaffe, beziehungsweise ob Gustl das schafft. Gustl wollte die Serie eigentlich machen. Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwie hat er die Tür von seinem Käfig aufbekommen. Und da mache ich mir jetzt schon leichte Sorgen, dass er halt irgendwo hinkackt. Aber ich denke, das ist noch in trockenen Tüchern. Jetzt ist der in mein Apartment gegangen, Alter. Oh Gott, wie kann man nur so ein Pech haben? Oh, da krieg ich direkt wieder so einen Hals. So einen Hals. Hä, wir haben verloren. Ey, scheiße, ein Dick oder was? Geh nicht in mein scheiß Apartment. Ich gehe einfach mit ihm rein. Scheißegal. Ich habe vorhin Apartments angesagt. Ich habe sogar extra angesagt. Also von daher kann er mir sowas von die verfickte Puppe schmatzen, Alter. Okay, wir sind zu viert auf A. Das ist jetzt irgendwie schwachsinnig. Dann gehe ich auf B. Ah, jo, es wird Banana, sag ich doch. Mann, wie kann man nur so bescheuert sein? Edel. Aber naja, komm. Guck mal, jetzt sind sie zu dritt auf B. Sag mal, seid ihr bescheuert, Mann? Das ist doch immer 3A, 2B. Aber hey, ich will nichts gesagt haben. Ich will nichts gesagt haben. Ich mach's ja alle dort. Ich hab's drauf wie ein Stück Trockenbrot. Trockenbrot, okay, es ist nur noch einer mit Orb. Nice. Da hat der Fatih seinen ersten Kill gemacht. Sehr schön. Jetzt habe ich es nochmal angesagt, weil alle auf einmal wieder angefangen haben zu sagen, wohin sie gehen. Wie kann sowas passieren? Wir 3 Leute sagen, sie gehen A und es gehen 4 A. Wie geht das? Es kann nur sein, dass er keinen Ton hat. Das ist der einzige Grund, wo man sagen kann, okay, gut. Er hat sich sein Headset in den Arsch geschoben, dann kann er halt nicht hören, wohin wir gehen wollen. Aber sonst so bescheuert zu agieren. Fuck. Gut, hier ist noch B komplett durchgerusht. Das ist jetzt ein bisschen madig. Vor allem ist ein AWP am Start. Alter, von hinten. Oh, CT1. Ich dachte, der Kollege schaut hinter mir so ein bisschen, also mit seiner Orb, ne, dass von A keiner kommt. Aber okay, gut, wenn er nicht Kugel will, hm? Oh, shit, Deagle, Alter, ich habe mir eine Deagle geholt. Jetzt muss ich on point sein mit der Deagle. Die Konspiranzi habe ich übrigens vor kurzem erst geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür, sehr, sehr geil. Ich werde jetzt sowas von drauf, Joggle, da, Achtung. Scheiße, die sind Banane durch. Ich will nicht die Orb nehmen. Kollege. Wow. Nein! Ich weiß, es war schon nicht schlecht, wie ich mit der Orb abgegangen bin. Klar, dann logisch, ich bin Profi. Aber man kann halt nicht alles retten, ne? Wenn die Mates so sind, dass er halt direkt down gehe, kann ich nicht so viel machen an der Stelle, ne? Ich glaube, dass der hier noch Apartments ist, der mit der P90. Oder auch nicht. Nur die Hälfte abgezogen von seinem Leben. Oh. Komm! Nice. Immerhin, immerhin. Wie, ich bin Letzter. Endlich können wir mal einkaufen. Heide, nein. Es wird auch mal Zeit. Alter, will er mich verarschen? Komm mit. Oh. Er holt mich mit der P90 einfach weg. Wie frech war das? Immerhin den Assist bekommen. Krass, meine Haare sind gerade so ultra pinselig hoch, ja, wie das aussieht, als wenn ich so ein 16-jähriger Homongolus wäre. Aber hey, womit ich nicht sagen will, dass 16-Jährige irgendwie eine Wäschefigur, aber diese typischen, diese, oh, die Haare nach oben und dann solche aufgerissenen Hosen, so ein bisschen schwul, möglicherweise auch Fotograf, so ungefähr. Aber ich muss mich halt auch so ein bisschen manchmal, welche auch ausdrücke. Unrum. Wobei ich natürlich nichts gegen Schwule oder Fotografen oder sowas hab oder irgendwie hin und her, ne? Manchmal muss man auch aussehen wie so halt, wenn man gerade mal so drauf ist. Kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier so abnippel. Jungs und Mädels, hallo? Nintendo, Berserker, spielt mal eine Rund. Ah, da ist ein Nespendo. Ah, okay, Nespendo, Nintendo, Nespresso. Ist eigentlich das gleiche. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier auf Mitte, wenn der jedes Mal auf meinen verschissenen Spot geht. Ha! Der Wichser auf Second mit down gemacht, Alter. Ah, fuck. Er muss jetzt unbedingt von Second mitkommen und hier mitmachen. Okay, der letzte ist... Ah! Ha!
Einer ist in den Tod gestürzt. Hey. Da habe ich ihn nochmal so praktisch hier hinten rum umgebracht. Ah, ich habe die Nate vergessen. Nein. Sag mal, ich habe die HE vergessen. Echt jetzt? Ich habe alle Nates eingekauft. So du Scheiße, oder was da hier, oder wie, oder was? Nice. Ja, Double Kill, Alter. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da noch einer stand. Hoffentlich habe ich ihm jetzt nicht nur alles geklaut, sondern ihn auch so ein bisschen gerettet. Ich meine, ich hoffe, dass er ohne mich sonst gestorben wäre. Dann ist es gut. Nice. Jetzt vielleicht noch eine nette Pistole, Leute. Wo ist denn hier eine kleine Tech oder so? Oh, schade. Guck, meine Augen sind Halbmonde. Manchmal schaltet die Kamera so hell um. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es liegt auch an der Entfernung. Naja, merkwürdig ist das schon, ne? Schon. Bin nicht bei Letzter. Er kippt mir direkt! Wie kann man nur so lucky sein? Er kippt mir direkt in die Fresse. Wie fresh war dem oder was? Ich hol meine Brüder. Ich habe mir übrigens ein kleines Thema ausgedacht, eben, in meinem Tod. Man hörte immer mal wieder von Clickbait und hin und her und pipapo. Nee, du hast das gemacht und du hast das gemacht. Durch das und das oder so. Dieses Wort an sich in den Mündern der Menschen, die sich damit eigentlich nicht auskennen, ist, ja, noch recht neu, sag ich mal. Clickbait gibt's ja schon immer, schon ewig. Aber, dass es aber wirklich auf einmal so viele Leute anderen Leuten Clickbait vorwerfen, ist ja auch einfach dieses Clickbait. Ah, das habe ich vor kurzem in der Bild gelesen. Oh. Da fangen es an, ihr Nichtwissen rauszupacken und den Leuten ins Gesicht zu schleudern. Und dazu habe ich auch eine kleine, aber feine Meinung. Und zwar, finde ich, gibt es auf jeden Fall mindestens zwei verschiedene Arten von Clickbait, ja. Erstens mal ist bei Clickbait an sich ganz wichtig, logisch, wie... wie er aufgebaut ist. Also wenn ich zum Beispiel in einem Video über Titten oder sowas spreche, dann ist der Clickbait schon mal ein bisschen gewollter. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat der was mit dem Video zu tun. Am schlimmsten sind die Clickbaits, die nichts mit dem Video zu tun haben, ne? Also es gibt ja so welche, die sagen, hier, Sextape von euren ganzen Müttern und dann sagen alle, wow, das muss ich mir anschauen, meine Mutter in Action. Und dann klickt man drauf und dann ist es ein Minecraft-Video. Das geht natürlich gar nicht. Das ist ja wirklich, das ist total scheiße. Aber wenn der Zusammenhang da ist und auch immer größer wird, dann ist das Clickbait kein Clickbait mehr, ne? Das ist, da sind wir uns ja alle einig. Dann hat das ja was mit dem Inhalt zu tun. So, und dann finde ich aber auch, ist es fast noch wichtiger, ob der Clickbait, das Clickbait, die Clickbaitung oder wie es auch immer ist, ob das auf ein gutes Video führt oder auf ein nicht gutes Video. Wenn jemand seinen Scheiß, wirklich seinen richtigen Scheißdreck, seine stinklangweilige Kackvideos, ja, mit einem Clickbait bewirbt, ist es eine große Schweinerei. Wenn ich jetzt meine brillanten, die besten Videos der Welt, meine Videos eben, mit einem Clickbait bewerben würde, dann wäre das überhaupt kein Problem, weißt? Weil alle Leute, die dann sagen, oh geil, das neueste dicke Ärsche-Video, bei Dumbabla, muss ich mal angucken, dann ist es mein Standardvideo und dann sagen sich alle, du hast mit mir gespielt. Aber deine Videos sind die besten auf der ganzen Welt und deswegen bin ich froh, dass ich hergefunden habe durch das Clickbait. Und du bist gar nicht eingebildet, das finde ich auch super von dir, dass du wirklich einfach der Beste bist, so von Haus aus. Dann passt es, dann ist es nicht schlimm, wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn jemand seinen Schund bewirbt mit, dann ist es irgendwie kacke oder pappens. Nein, ich wollte noch weggehen. Oh. Wie seht ihr das? Wie steht ihr zu Clickbait? Viele Leute wissen ja gar nicht, was Clickbait richtig ist, erkennen das nicht. Und dann sagen, das ist Clickbait. Dabei ist es keiner, weißt du? Beziehungsweise, wenn man das genau sieht, ist ja fast jede Thumbnail, die leicht übertrieben ist, in dem Sinne gesehen, Clickbait. Eine Runde kurz konzentrieren, das sagt ein bisschen, dass ich Letzter bin. So ein Scheiß. Ich werde immer so lächerlich weggeholt. Das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Don't come, man. Ja. Oh, too late, dude. Vielleicht setzt ihr mich... einfach hier hin. Ein Clickbait ist ja ein Klickköder. Meistens eine reißerische Überschrift, eine reißerische Thumbnail. Irgendwas, was praktisch so eine Neugierlücke entstehen lässt, dass die Leute da drauf klicken wollen müssen, weil sie ja die Neugier befriedigen wollen. Theoretisch genau wie ein Cliffhanger. Und gegen Cliffhanger sagt ja niemand was. Das ist ja ein ganz normaler Teil. Man sagt ja oft dann, oh, guter Cliffhanger am Ende. Und theoretisch ist es mit Clickbait genauso. Okay, aber es ist irgendwie so in Verruf geraten, ja, weil gerade eben Leute, die wenig Ahnung von der Materie an sich haben und dann Leute, die wenig Ahnung an sich haben, davon gehört haben und dann, und sich halt darüber aufregen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich über sehr, sehr gute Werbung, One Apartments, wenn ich über sehr, sehr gute Werbung auf guten Content komme. Das freut mich extrem. Ah, Apartments. Und dadurch habe ich ja was als User, als Nutzer, als Verwender, als Familienverwender, als Käufer oder wie auch immer. Hier ein kleines Beispiel. Amazon hat mal richtig fett Werbung gemacht für einen ziemlich dicken Deal, was die Xbox damals anging. Das war auch alles wunderschön ausgeschmückt, auch mit Grafiken und pipapo, ja. Und da bin ich dann darüber auf die Xbox gekommen, beziehungsweise meine Freundin hat sie mir dann geschenkt. Weil der Deal so schön aufgebaut war und sie dann durch diese Anzeige an sich da drauf geklickt hat, durchgelesen hat und dann, es war alles ein bisschen günstiger und schön verpackt. Und dann hat sie mir einfach die Xbox One gekauft. Also Werbung, Clickbait, Verschönerung oder Ausmalung von Werbeanzeigen oder Lirum Larum ist eine wichtige Sache, wenn sie für die richtigen Dinge angewendet wird. Deswegen sage ich einfach nochmal hier ganz kurz, solche Werbung für meine Videos, wunderschön. Werbung für andere Videos, die nicht gut sind, schlecht. Ah.
Macht euch da mal Gedanken drüber und sagt mal, was ihr davon haltet. Da bin ich echt gespannt, weil man halt immer dieses Clickbait und die Leute wissen gar nicht, was das heißt. Titten-Thumbnails, ui! Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Clickbait, ne? Zum Beispiel ist eine Titten-Thumbnail zwar schon eine Klickköderung, aber eine so niedrige von der Denkweise eigentlich eines Menschen her, dass es eigentlich kein Clickbait ist. Wenn man sieht, die neueste Folge Minecraft von jemandem oder die neueste Folge SimCity und dann sieht man dicke Titten, ja? Da erwartet doch niemand, dass man dann dicke Titten im Spiel sieht. Wisst ihr, was ich meine? Da denkt man sich, ah, du Lurch. Es lockt theoretisch nur Dumme auf die Kanäle. Ein Clickbait wäre zum Beispiel bei Clash of Clans irgendwie mit dem Titel "Ich gebe euch 1 Million Gold in der Minute" oder sowas, ne? Und dann klickst du aufs Video und dann sagt er in dem Video, es ist möglich, wenn man dies und das macht, dass man das vielleicht irgendwann mal schaffen kann oder irgendwie so. Das ist dann lügerisches Clickbait-Kram-Verhalten. Aber eine gewisse Überzeichnung oder überspitzte Darstellung ist Standard. Das ist völliger Standard bei Werbeanzeigen zum Beispiel. So wie meine Glatzkopf-Folge. Obwohl ich ja noch Haare auf dem Kopf habe, die halt nur einfach so ein bisschen krass geschnitten sind. Da sagt ja auch keiner Clickbait, Clickbait. Aber theoretisch ist es ist eine Köderung, ja? Es ist eine Köderung, dass alle denken sollen, was? Du hast keine Haare mehr, du Alter, oder so. Aber es ist halt eine, ich sag einfach mal, eine kluge Geschichte. So wie PewDiePie. Er schreibt, er löscht seinen Kanal bei 50 Millionen Abonnenten. Wer ihn kennt, wer ihn als Person kennt oder zumindest wer seinen YouTube-Charakter kennt, der sollte ja sofort erkennen und wissen, wie der Hase läuft und dann nicht irgendwie sagen, oh, der hat seinen Kanal nicht gelöscht, aber hat das doch gesagt oder so. Ich meine, das sagen ja nur Vollidioten, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Es hat doch niemand im Ernst geglaubt, dass er seinen Kanal löscht oder so. Und trotzdem gibt es Leute, die sich da voll aufregen deswegen. Der hat sich gedacht, hey, zum Jahresende hole ich mir doch schnell die 50 Millionen oder 500 Millionen Abonnenten oder wo er gerade steht, indem ich sowas mache. Ja, das ist doch eine easy Geschichte. Eine lockere Sache, ja, aber da würde ich ihm nie im Leben irgendwie was vorwerfen, von wegen, ey, du gemeiner Mann, du bist wirklich ein Drecksack. Da geht wirklich der gesamte Hass bei mir gegen diese ganzen Vollidioten, die halt einfach... Ah, nein! Die schlechte Videos damit bewerben. PewDiePie macht, also in meinem Verständnis von Videos, ich finde, er macht echt saugeile Videos. Richtig lustige Videos. Ich schaue ihn jetzt nicht wirklich aktiv, aber ich gucke immer mal wieder rein, ja? Und ich habe auch die letzten paar Wochen immer mal wieder reingeschaut. Und ich finde, seine Videos haben einfach einen extrem hohen Unterhaltungswert. Und das ist der Punkt auf YouTube. Ich komme auf YouTube, um unterhalten zu werden. Das ist es. Ich meine, man schaut Fernsehen, man schaut in die Zeitung, man liest ein Buch, um unterhalten zu werden. Unterhaltung hat viele Facetten. Das kann auch Entspannung sein oder wie auch immer. Das ist entspannende Unterhaltung, ja? Wenn man irgendein schönes Buch liest, ist das einen so innerlich einfach, ne? Oder man schaut ein wunderschönes Musikvideo an, wo man so psychedelisch voll einsingt. Das ist alles eine Form der Unterhaltung. Und die Videos von PewDiePie zum Beispiel, ich bin jetzt dann einfach da zufällig auf ihn gekommen, aber es gibt auch tausend andere, die haben einen extrem hohen Unterhaltungswert. Das ist das, was auf YouTube zählt. Und wenn man halt über so eine interessant gestaltete Thumbnail oder einen Neugier steigernden Titel auf seine Videos kommt, ist es völlig unverwerflich oder viel unverwerflicher, wenn jetzt irgend so ein Dödel, der stinklangweilige Scheiße macht, dann plötzlich sagt, oh, Leute, ich höre auf mit YouTube. Und dann klickt man drauf und dann kommt noch so eine langweilige Kacke. Irgendjemand, der mit einer Leggy Cam irgendwie da sitzt. Ja, Leute, bei mir läuft's nicht so gut. Alter, direkt ausschalten, direkt anzeigen. Ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Ich habe das jetzt natürlich auch wiederum sehr überzeichnet dargestellt, zum besseren Verständnis. Und ich denke, meine Meinung vollkommen, ich habe sie, denke ich, vollkommen auf den Punkt gebracht. So gut, dass ihr jetzt einfach schön darüber diskutieren könnt, wie ihr das seht. Solange Clickbait auf ein gutes Video, auf ein gutes Produkt verweist, gar kein Ding. Es gibt Produkte, die sollten eher mal Clickbait machen, damit sie gesehen werden, ja? Ich habe letztens sowas gesehen, jemand entwickelt so einen Schutz für dein Handy oder für dein Geldbeutel. Das ist so ein Teil, das kannst du an dein Handy dran machen und dann eben das Gegenstück in deine Tasche. Und du steckst dein Handy in die Tasche rein und das klickt. Ich weiß das Verfahren auch nicht genau, ob das jetzt wirklich Magnet ist oder ob das ein anderes, egal. Und wenn ein Taschendieb kommt und reingreift, das Handy rausziehen will, geht es nicht. Der würde dir die ganze Tasche abreißen und dafür braucht man sehr viel Kraft. Und ein Taschendieb versucht es ja immer sofort. Der greift rein, wenn es nicht geht, rennt er weg, ne? Weil das fällt ja dann noch auf, wenn du, ey, was machen sie da? Der hat jetzt auf Kickstarter irgendwie was eröffnet oder will auf Kickstarter jetzt bald sein Produkt anpreisen, ja, und dann auch ein bisschen Geld raisen, dass er das in den Vertrieb bringen kann und sowas. So, Leute, da würde ich ultra lustig überspitzte Videos drehen, da würde ich geile Thumbnails machen mit übermäßig großen Titten drauf, wie auch immer. Natürlich passende Clickbait, damit das in den Fokus geschoben wird, weil das ist es, was man braucht. So wie meine Videos. Ah, ich laber und er killt mich. Und dann geht's wiederum ein Golfset für die Toilette, wo du im Sitzen Golf spielen kannst, ja? Ich meine, das ist ganz lustig. Das ist Quatsch. Das ist lächerlich. Wer braucht sowas? Kein Schwein. Nein! Oh mein Gott! Solange der Content stimmt, ja, und der reißerische Titel und die reißerischen Thumbnails nicht komplett aus dem Konzept gerissen sind, dann ist es für mich keine schlechte Clickbait, sondern gut genutzte Clickbait-Technologie. Nein, ich habe ihn gehört. Ich denke, es ist mein Mate. Guck auf die Karte und in dem Moment stehe ich auch schon da und sehe ihn. Ich muss was zu trinken holen. Eine Sekunde. Ich habe alle Jahre nichts zu trinken. Verdorscht dir voll. Ich bin total dehydriert und lamentiere trotzdem vor mich rum. Wie so ein Affe. Ich glaube übrigens, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Die Mates sind recht nice.
Ich nicht. Viele von euch haben mir gesagt, Alter, melde dich bei Drake Moon an, werd da Partner und hin und her und mach ganz viele Cases auf und das wird so cool. Ich bin noch viel zu klein auf YouTube, um mich mit Drake Moon partnern zu können. Ich habe den Support angeschrieben, habe mit denen so ein bisschen hin und her geschrieben und ich muss schon noch etwas wachsen, ja, um von ihnen gepartnert zu werden. Aber diese nette Frau vom Support hat mir gesagt, ich soll diesen Link teilen. Ich habe ihn jetzt einfach mal in die Beschreibung geschrieben, diesen Drake Moon Bums-Link, weil ich bekomme da, glaube ich, irgendwie ein paar Cents und dann kann ich da auch irgendwelche Cases öffnen für Videos und sowas. Die vom Support hat gemeint, da kann man dann voll schnell diverse coole Dinge machen. Ich glaube, ihr müsst einfach nur auf den Link draufklicken und euch gegebenenfalls anmelden, falls ihr da noch nicht angemeldet seid. Möglicherweise reicht auch schon ein Klick. Ich weiß es nicht genau. Versucht's einfach mal. Ich habe den Link hier unten eingeblendet. Die Skins gehen ja eh an euch. Die Truhen, die ich öffne, die schenke ich ja eh an euch weiter, die Skins. Oh. Apartments. Haut da ruhig mal drauf, es kommt euch eh zugute. Dann schaue ich mal, wie das so läuft. Ich werde übrigens, ich meine, das ist ja völlig logisch, hier jetzt ein Clickbait-Thumbnail drauf machen. Ich muss noch was überlegen. Ich weiß nicht, wie ich was mit Titten mache. Ich werde eine Ultra-Clickbait-Ding machen. Ich werde diese Pfeile machen und die Kreise. Das sind ja diese typischen Hurethum-Dinger. Vielleicht noch ein Facebook-Smiley. Dann mutiere ich wirklich zum richtigen, räudigen Fickfrosch. Dann wird das von allen ganz viel geguckt und dann schreiben 1000 Leute, du bist so scheiße. Dann sage ich, du musst halt auch die Augen und die Ohren aufmachen beim Video gucken, ne? Okay, Nexus. Die ist ja super geflogen, Nexus, ne? Hätte ich zwar gern gehabt, aber ich habe ja auch Geld. So ist es nicht. Ich bin ja kein armer Versager, so wie manch andere Nexus. Bin so krass gemein zu dem, ne? So, ich gehe da jetzt nicht lang, Alter. Fickt euch, fickt euch, fickt euch. Nein! 2 HP, willst du mich verarschen, Mann? Ein Kerl mit einer Pistole läuft an mir vorbei und schießt einfach mal so aus Spaß zu mir hin. Was passiert? Ich habe 2 HP left. Alter, das ist doch eine verschissene Frechheit. Naja, naja. Übrigens findet gerade ein M4A1S Hyperbeast Giveaway bei den Empire Guards statt. Big Wallen hat da mal wieder was rausgehauen oder haut bald was raus. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das nächste YouTube-Giveaway kommt jetzt auch bald. Vielleicht nehme ich das heute sogar schon auf. Ich muss noch gucken, wie ich heute alles gebacken bekomme, also mit den Aufnahmen. Ich werde heute auf jeden Fall sehr, sehr viel aufnehmen. Morgen auch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, in welcher Reihenfolge weiß ich aber leider noch nicht. Ah, fuck! Shitty, shitty, bang, bang, na, 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 na. Machen wir jetzt halt einen Draw, Jungs, oder? Kommt, haut rein. Er hat eine AWP gekauft für einen Bananenrush. Shitty. Das halte ich für nicht besonders cool. Ich hab ein B. Oh, okay. Das war doch erst lächerlich, oder? War ich nicht auf seinem Kopf? Also so ein bisschen zumindest? Ich rufe um Hilfe und es sind schon alle tot. Oh, Leute, was haben wir denn hier? Der holt einfach die Glove-Kiste, der schlechteste von allen. Sick Dollar, aha. Tja, ich denke, dass ich dann bald mal ein paar Gloves habe. Aha, Dragonfire, aha, okay. Mache ich demnächst mal auf. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich weiß, einige von euch waren höchstwahrscheinlich auch wegen der Clickbait-Thumbnail hier. Ich habe es ja noch nicht erstellt, ich habe den Titel noch nicht erstellt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Schluss jetzt dann, also was ich da raushaue. Und vor allem, wie das klicktechnisch ankommt und auch daumentechnisch. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob es jetzt voll die Daumen runterhageln wird. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls euch das Video gefallen hat und ihr wegen dem Clickbait hier seid, dann schreibt es in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, wer mich noch nicht kannte und ausschließlich wegen der Clickbait jetzt hergekommen ist. Sehr interessant, das ist ein Experiment sondergleichen. GL und HF.